Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Benni. Moin Philipp. Herzlich willkommen. Hi. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, wo Benni Leuchter und ich zusammen in Köln auf der Reifenmesse waren und wir beide maximal angetrieben den Radwechsel gemacht haben. Wow. Geil. So, was machen wir heute? Wir sind in Dortmund auf der ADAC Sim Racing Expo. Genau. Benni Leuchter ist nämlich Markenbotschafter von Paget Racing. Ich persönlich wollte tatsächlich, ist wirklich eine Herzensangelegenheit, ich wollte schon immer über das Thema Bremsbeläge berichten. Echt, ja? Echt, ich hab's wirklich, es gibt so manche Sachen, die da geht man ja proaktiv drauf zu. Mhm. Und da war es tatsächlich bei Paget Racing so. Ich will einfach mal, weil ich hab's selber noch nicht verstanden, wie so ein Bremsbelag, so ein organischer Belag, das aushält. Ist krass. Wie der auf dieser Stahlscheibe, das wirklich so, man kann sich, also die Scheibe glüht und der Belag kann das einfach so. Ne? Ja, ja. So, da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal hin, aber erstmal hat Paget Racing uns eingeladen zur Messe hier. Genau, die sind hier vertreten mit ihrem Stand. Mir dreht sich ja alles um Racing, allerdings alles digital, die digitale Racing-Welt. Ich bin das erste Mal auch hier, bin komplett beeindruckt, geflasht, wie krass sich das entwickelt hat. Das hat nichts mehr damit zu tun, man hat einen Joystick in der Hand und fährt da Formel 1 97 auf der Playstation, das war noch meine Zeit. Und die bewerben hier das Thema natürlich Street Plus, ist die Zielgruppe, die darauf abzielt und ich bin gespannt, was du gleich sagst. Das heißt, wir sind auf einer Simracing-Messe, wo aber trotzdem Hersteller physische Teile ausstellen für Autos. Absolut, ja. Also nicht nur, wir werden natürlich ohne Ende Simulatoren, Lenkräder und so weiter sehen, freue mich auch drauf, weil ich will mal verschiedene Lenkräder in Hand nehmen, aber Paget Racing stellt tatsächlich ihre Belege aus. Genau, stellen Belege aus. Sie haben auch ein Fahrzeug dabei, ein Golf 8R PA, also eine Black Edition, wo Street Plus verbaut ist. Street Plus ist der Belag, der ja Straßen zugelassen ist. Ist kein reiner Rennbelag, sondern ist eine Mischung aus einem Straßenbelag und einem Racingbelag, der sehr gut funktioniert und vor allen Dingen, der es auch zulässt, Hot Laps auf einer Rennstrecke zu drehen. Kein ganzen Trackday, ist kein Rennbelag, wie gesagt, aber Hot Laps und dann kannst du noch nach Hause fahren. Ich habe mir da früher nie Gedanken darüber gemacht, um Thema Eintragung von so Belegen. Das heißt, Bremsbelege brauchen eigentlich eine ECE-Zulassung. Genau. Die müssen eigentlich zugelassen sein, ne? Exakt. Weil wir waren im Mendig bei einem Gripdreh, war ein TÜV-Prüfer mit vor Ort. Der hat eigentlich nur so ein paar Soundmessungen gemacht. Und mit dem habe ich mich lange darüber unterhalten, wie das eigentlich ist, so eine typische AP-Racing-Bremsanlage einzutragen. Und er sagte, das Problem ist gar nicht der AP-Sattel, sondern vielmehr ist das Problem der Belag, dass der halt die Zulassung haben muss. Und die meisten Rennsättel haben nur Rennbelege und die haben halt keine Zulassung. Ne? Genau, ja. Und da hilft dann auch nicht mit der Dose ein bisschen schwarz machen, ne? Weil keine Zulassung heißt keine Zulassung. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir, oder? Also, wir können natürlich jetzt nicht hier an jeden Simulator anhängen und fahren. Nico würde das am liebsten machen hier hinter der Kamera. Der ist nämlich eigentlich zum Fahren heute hier. Ich eigentlich auch. Aber du hast ja letztes Mal schon gesagt, du fährst eigentlich gar nicht so viel, ne? Nein, gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, kann man mal vielleicht da zeigen, das Ding sowas, das ist ja krass. Also die Motion, mir wird da relativ schnell schlecht in so Simulatoren, wenn sich das bewegt und... Hast du zu Hause auch einen oder bei dir in der Werkstatt, in der Firma stehen oder wo hast du einen? Tatsächlich, seit einem Jahr haben wir so einen Simulator in der Firma stehen, um unsere Fahrer auch zu trainieren von Max Kruse Racing. Wenn die jetzt längere Zeit nicht gefahren sind in der Sommerpause oder so, dann kommen sie mal vorbei und können ein bisschen fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst bin genau zweimal in dem Simulator gesessen und das Ding braucht jetzt irgendein Update. Ich habe das vor 3 Wochen versucht mal wieder anzumachen, ja. Da stand der Update 7 Stunden, kein Bock, ausgemacht, habe ich die Zeit nicht für, aber es ist schon krass. Das heißt, du fährst pro Jahr nur 1-2 Stunden Simulator eigentlich, ja. Eigentlich gar nicht? Ja, eigentlich gar nicht. Damals in meiner Zeit in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, da habe ich das genutzt, also Volkswagen Motorsport hatte ein richtig krasses Ding zu der damaligen Zeit. Da stand ein ganzes Chassis in so einem Raum mit so einem halben Display, riesen Kino. Und da habe ich ein bisschen trainiert für die Strecken, die ich noch nicht kannte. Ja, Asien, wir sind auch in Asien gefahren, da kannte ich keine Strecke. Da bin ich da gefahren, das war sehr, sehr realistisch, muss ich sagen. Ist nicht zu vergleichen mit den Teilen hier, wobei die auch, wenn ich das hier, ich habe es gerade gesehen, das ist geisteskrank, auch die Lenkräder. War das damals auch schon einer mit Motion oder ohne Motion? Ohne Motion. Weil wir waren bei HWA in Affalterbach. Ja. Und die haben sowohl ohne Motion als auch dieses, ich nenne es jetzt mal diesen Formel 1 Simulator. Ja, mit Kino, genau. Wie so ein Raumschiff hochfährt. Ja, genau, so genau. Weiter, ne? Ich persönlich habe nach einer halben Stunde gesagt, mach die Motion aus, ich will lieber wieder starr fahren. Ja. Weil ich fand es nicht, also... Real. Es ja, ist das, real. Das hat halt jeder Fahrer, der da anfängt zu fahren, weil alleine beim Bremsen macht das Auto gefühlt nicht so, ja, sondern genau. Damit du dieses Gefühl hinkriegst, macht er wie so ein Boot eher, wenn das Boot so ins Wasser gleitet. Echt, also ja? Gefühlt geht die Front eher hoch und das Heck runter.
So, ne? So fühlt es sich zumindest an, aber es ist, es wird ja ein Grund haben, warum das da so steht. Na, so, ne? Klar. Aber wir haben danach auch gesagt, mach Motion aus, wir zocken einfach so, das war auf jeden Fall am... Viel angenehmer, ja. Ich mag das auch nicht. Also, aber wenn man das sieht, das kann man sich jetzt zu Hause schon hinstellen. Es ist beeindruckend, ne? Denkst du, dass sowas euch Rennfahrer oder angehende Rennfahrer ersetzen kann? Also ersetzen kann im Sinne von, dass es irgendwann nur noch Simracing gibt und keine echten Rennveranstaltungen mehr? Na, das glaube ich nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so die ganz jungen Rennfahrer, wenn du jetzt vom Kart oder wenn du zum Beispiel einen Umstieg machst vom Formel in Tourenwagen, dann hilft das schon. Das hilft. Also mir hat es damals auch geholfen, Strecken kennenzulernen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, letztes Jahr, als ich mit dem Porsche gefahren bin, da haben wir vor den 6- und 12-Stunden-Rennen sind wir in so eine Simracing-Lounge nochmal gegangen. Und da habe ich dann tatsächlich nochmal ein bisschen trainiert, um das Fahrgefühl zu bekommen, um in diesen Rhythmus reinzukommen. Ich finde die Simulation sehr, sehr realistisch mittlerweile. Setup-Änderungen und so kannst du ja auch machen. Da muss ich sagen, das ist für mich noch zu weit weg. Fühle ich nicht. Aber das reine Fahren an sich, das ist schon sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Cup Porsche nehme, wie du fährst, fährt der im echten Leben auch genauso wie in so einem Spiel? Also ist der wirklich so heftig untersteuernd, wenn man ihn falsch fährt? Ja. Ist wirklich im Real Life genauso? Woran du das sehr gut sehen kannst, ist, also zumindest fällt mir das so auf, wenn ich mich in so einen Simulator reinsetze und ich jetzt ewig nicht gefahren bin. Also ich setze mich rein und fahre dann und bin in Runde 2, 3, 4 annähernd an der Rundenzeit, die ich im realen Leben auch fahre. Dann weißt du, das ist eine sehr gute Simulation, weil es fühlt sich wie im realen Leben an. Ach krass. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute hier nur zum Simracen sind oder ob hier tatsächlich auch Leute sind, die physisch auch gerne schnell fahren. Also selbst wenn es nur Kartfahren ist oder mal einen Trackday gemacht haben, wie auch immer. Da müssen wir auf jeden Fall mal fragen. Das heißt, so in diesem Hersteller-Game, was so Simracing angeht, bist du auch gar nicht so drin? Null. Also, was ich gelernt habe, hier, so ein Ding habe ich zu Hause. Oder sowas haben wir in der Firma mit 3 Monitoren. Das ist dieses Gestell hier. Ne? Yeah. Das Gestell haben wir. Es sind dann 3 Monitore. Oben ist noch ein Display bei uns. Anderes Lenkrad ein bisschen. Sieht alles so ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich hier dieses Gestell. Also, ich glaube, das ist fast 1:1 das, was wir haben. Oh, da kennt man jemanden. Hello. All good? Ja. Sequenziell. Ist schon mega, ne? Ja, Porsche Cup Zeit. Ja, mega. Und auch eine Fly-Off-Handbremse hast du hier auch? Ja. Die würde ich mir wünschen für unseren Simulator, weil ich würde gerne mal ein bisschen Rallycross fahren. Ja, aber auch guck mal, auch das Lenkrad sieht krass aus, ne? Das ist Wahnsinn. Ich stell dir vor, du könntest das so in deinem echten Auto fahren, so mit dem Display in der Mitte. Schon cool, oder? Gibt es? Ah, guck mal, mit Touch. Ah, mit Touch, oh je. Sensationell. Ah, hast du verschiedene... Gibt es ein Lenkrad-Layout, was du am liebsten fährst? Oder ist es autoabhängig oder scheißegal? Ist mir egal. Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von diesen offenen Lenkrädern im Rennauto. Wir haben jetzt im Golf 8. Da war ein, wie ein Formel-Lenkrad, eigentlich wie das. Da packst du rechts und links nur an. Oben und unten ist abgeflacht. Zum Ein- und Aussteigen ist super. Aber wenn das Auto jetzt mal quer kommt, kannst du nicht zwischenpacken. Ja. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, runde Lenkräder zu haben. Ich auch. Also unten abgeflacht, ja. Haben wir jetzt umgebaut. Wir fahren jetzt wieder mit einem alten Lenkrad in einem ganz neuen Auto. Es ist, wenn du am Limit fährst, besser. Ja. Gerade wenn du schwierige Bedingungen hast, wenn das Auto mal quer kommt, du kannst mal reingreifen, du kannst agieren. Wie ist das du hast ja auf der Nordschleife mit so einem Golf schon so, dass du mehr als 180 Grad anlenkst, oder? Nee, kommst du nie drüber? Kommst du nie drüber. 180 Grad ist Maximum. Wehrseifen zum Beispiel ist 180 Grad. Das war's. Aber das ist dann die Serienübersetzung von einem Straßenauto oder ist die Lenkübersetzung bei so einem Auto das gleiche? Ist sogar die Serienlenkung. Wir fahren im Golf 7 TCR und jetzt auch im Golf 8 eine elektromechanische Lenkung aus der Serie. Aber natürlich die Kennung geändert, also Kennung vom Motor. Da kannst du übrigens brutal viel machen, habe ich selbst auch gelernt jetzt in der Serie. Du kannst, wenn du sagst, hier, Setup meines Autos, Dämpfer und so weiter ist alles fertig, perfekt. Dann geht der Lenkungsingenieur hin, macht die Kennung der Lenkung anders, denkst du, hey, ich brauche ein komplett neues Fahrwerkssetup. Weil das Auto komplett anders reagiert. Ne? Das ist geisteskrank, was die mit der... Also die ändern nicht die Übersetzung, sondern die ändern nur die Kennung. Die Unterstützung. Ja, nur die Unterstützung. Nur die Unterstützung, die härter oder weicher wird. Genau. Und dann denkst du dir, das Auto fährt gar nicht mehr um die Ecke. Ja, ja. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist einfach Wahnsinn. Okay, das ist ein GT3 R, was er fährt. So vom Cockpit. Auch aktuelles Auto, ne? Ja, genau. Er schaltet halt noch... fürs Feeling. Gibt's aber gar nicht in dem Auto mehr. Nee, gibt's nicht in dem Auto, aber es ist geil. Auch das Geräusch, ich mag das Geräusch allein schon. Oh, hier, Nürburgring.
Diese Race Logic Box, die habt ihr auch in den Autos immer drin? Teilweise ja, genau. Also du kannst sie nutzen, zum Beispiel wir nutzen sie für die Boxenstops. Da läuft dann ein Timer runter, dass du weißt, wann du wieder aus der Box rausfahren musst. Oder du hast, wie er jetzt zum Beispiel, eine Pre-Detective Lap Time. Die läuft dann halt mit. Du kannst das dann noch ändern als Plus-Minus, dass du siehst, ob du vor deiner gesetzten Zeit bist oder dahinter. Das machen wir zum Beispiel immer ganz gerne, oder ich nutze das ganz gerne, wenn ich eine neue Strecke fahre. Dann teste ich ja Sachen aus, fahr mal so, fahr mal so, und dann siehst du sofort, was besser, was schlechter ist. Ihr habt bei euch bei Parkit Racing am Stand auch einen Simulator? Da steht auch ein Simulator, genau. Ist der auch theoretisch mit Shifter? Boah, das weiß ich gerade nicht. Wenn der mit Shifter ist, machen wir Folgendes, wir fahren mal eine Runde mit Shifter an. Sehr geil. Weil es ist einfach, ich persönlich bin jemand, der hatte bisher noch nie das Privileg, Autos zu fahren, die keine Schaltung sind. Ich bin immer Handschalter, immer so, ne? Okay. So, und bin mal froh drum, wenn man dann mal eine Automatik fährt, geht in iPad, wie auch immer, ist halt schon krass, wie viel einfacher es mit beiden Händen am Lenkrad zu fahren. Ja, ey, das ist Wahnsinn. So, ne? Und deswegen würde mich mal interessieren, wie groß die Differenz ist. Meinst du, dass du so langsamer bist? Also muss ja langsamer sein. Es geht ja nicht, dass du schneller bist. Aber genau. Was würdest du schätzen, wie viel das ist? Ne, ich glaube, ich bin nicht langsamer. Meinst du nicht? Nee. Echt? Hier ist der Abstand ist halt sehr weit. Ja, ja. Ich bin damals Formel BMW, Formel 3, da bin ich so gefahren noch. Und meine allerersten Runden im Formel Ford damals, war sogar mit einer Viergang-H-Schaltung. Ja. Aber das war so ein Mini, also noch kleiner hier als das Mikro. Und dann musstest du links neben deinem erste, zwei mit Zwischengas. Wahnsinn. Boah, hier auch zum Beispiel auch der Speed-Unterschied. Da fährt der Formel 1 jetzt. Was ist das? Red Bull Ring? Das ist krass. Hast du der Speed-Unterschied vom GT3 zu dem... Ja. Es ist geisteskrank. Ich erwische mich leider auch, wenn ich bei mir mal den Simulator anmache, zocke ich auch am liebsten Formel 1 Auto. Auf irgendeiner Strecke, wo du niemals mit Formel 1 Auto fahren würdest, zum Beispiel Nordschleife. Oh ja. Weil es halt einfach so richtig schön dumm ist, sowas macht halt irgendwie Bock. Ist halt irgendwie, weil die Runde dann auch so schnell geht. Was ich hier gerade auch geil finde, ich weiß gerade gar nicht, welches Spiel das ist, aber, achso, reines Beispiel. Geil ist zum Trainieren natürlich mit den Bremspunkten, ja, und genau. Auch, dass er dir anzeigt, ab wo du wieder Gas geben kannst, die Dinger quasi runterfallen. Also es ist richtig was los, ne? Ja, wir haben heute Sonntag, wow. Gestern Samstag soll richtig was los gewesen sein. Da war ich auch kurz fassungslos rüber, dass es mittlerweile die Bremspedale sogar ja auch mit Hydraulik gibt. Genau. Und auch mit diesen Pulsationen vom ABS. Genau. Und dann hast du Waagebalken, kannst du auch verstellen, Vorderachse, Hinterachse. Und das muss ich sagen, ist auch in der Simulation, wir fahren Assetto Corsa, sehr realistisch. Sehr realistisch. Ich mag das, wie das schön gefräst ist. Ja. Das sieht schön aus einfach auch. Die Möglichkeiten, das ist schon unglaublich. Vor allem, wenn ich hier so Displays sehe. Diese Displays kosten ja für den Autobereich immer ein Vermögen. Ja. Weißt du, da zahlst du ja für so ein Display schnell hier. Ja, sowas hier, ein paar tausend Euro. Ja, genau. Von EcoMaster, ADU irgendwie 1500 Euro und das sieht dann 1 zu 1 genauso aus, ne? Ja, und mega. Und das wird wahrscheinlich hier 500 kosten oder so. Auch hier das. Ja, ist so AMG-1-mäßig, ne? Fühlt sich auch haptisch und so, das ist alles schon richtig gut. Also da hier wird ist es, sowieso ein EcoMaster, ja. Da wird es mit Sicherheit eine Szene schon für geben, die sich genau damit beschäftigt hat, ob diese Displays auch die gleichen Kennbusdaten verarbeiten können, wie halt die im Auto sind, ne? Weil am Ende wird das Display sicher immer das... Ja, ist das gleiche Stelle, genau. Aber alleine wie detailliert und hochauflösend die Displays halt alleine schon sind, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall noch so eine Lenkradmischung, die ich zum Beispiel im Arbeit sehen würde. Also zum Einsteigen unten abgeflacht, aber oben noch, dass man nochmal greifen kann, ne? Mit so ein paar Knöpfen. Weil ganz ehrlich, die Knöpfe braucht man halt am Lenkrad, weil genau da will man sagen, gummiert. Krass, je weiter man geht, je mehr Knöpfe werden es hier. Ja, das sind die Hightech-Variante. Wie viele Pedals willst du haben? Hier stehen sogar Preise dran. Da drüben stand Preise dran. Hier, komm her. Ah, hier. Da weißt du auch schon, was abgeht, ne? Haben wir eben gerade darüber gesprochen. Hier haben wir die beiden Displays, 4 und 5 Zoll. Da kostet zum Beispiel ein 5 Zoll Display 429 Euro. Nicht teuer. Wo das gleiche fürs Auto würde es eher ein, zwei kosten. Ja, oder genau. So. Finde ich nicht teuer. Hier haben wir ja jemanden. Vielleicht können wir mal fragen. Hi. Der Benni. Hi. Eine Frage. Weißt du, ob diese Displays auch Kennbus-Daten aus dem Auto verarbeiten können? Die Frage bekommen wir tatsächlich häufiger, aber leider nein. Das heißt, da ist einfach gar keine Möglichkeit drauf, einen CAN-Bus zu lesen, oder die Software dahinter kann das so nicht verarbeiten? Nee, die sind über USB angeschlossen. Mhm. Die
können tatsächlich nur Daten vom PC verarbeiten. Das ist ein generischer Vocal-Screen, der da drin ist. Der gibt es in drei verschiedenen Versionen, also 4 Zoll, 5 Zoll, 6 und 8 Zoll. Und die wiederum laufen nur mit SimHub. Also hier wird das Programm, was man hier drin sieht. Aber jetzt gerade habt ihr, quasi, wenn ich das im Laufen kriegen will, brauche ich eine Software von euch, die die Daten rausgibt? Ist tatsächlich eine Open-Source-Software. Also SimHub kann jeder runterladen, kostenlos. Theoretisch betreiben kannst du ein Display natürlich mit jeder möglichen Software. Also kannst du theoretisch jetzt auch hergehen und zum Beispiel Video drauf abspielen lassen. Das ist ein ganz normales Display im Endeffekt. Ja. Ist schon krass. Ist schon krass. Okay, verstehe. Das heißt, eure Software macht quasi das Videosignal einfach nur raus. Genau. Und das ist am Ende einfach nur ein Videosignal, was da gerade drauf ist. Richtig. Okay. Okay. Ja, dann wird es ein bisschen komplizierter, das zu machen. Ne? Aber die Idee, könnte man daran nicht arbeiten, dass man sowas mal... Ja, du bräuchtest halt eine kleine Box, die aus dem Campus-Stream eigentlich ein Videosignal macht. Exakt. So, und dann ran und fertig. Und, aber ihr macht auch echte Lenkräder? Ja. Okay. Moin. Uha. Gibt es einen Unterschied zwischen SIM-Lenkrädern und echten Lenkrädern von der Stabilität, oder ist es eigentlich das gleiche? Das ist tatsächlich 1:1 das gleiche Lenkrad. Also wir haben jetzt hier das GT4-Lenkrad als SIM-Version. Ich hole mal gleich das aus dem Auto raus. Der Unterschied hier ist im Prinzip, das hier läuft mit USB, das andere mit Canvas. Und hier beim SIM-Lenkrad kannst du zwischen 12 und 19 herschalten, im echten Auto nicht, damit keine Traktionskontrolle oder so aus dem mal ausmacht. Und sonst 1:1 das gleiche. Also und da habt ihr aber nur die Version oder auch noch andere Versionen für die Autos? Bislang nur die Version, aber wir arbeiten an mehr. Und dann hier so die Lenksäule, also die Lenkradnabe, die kommt dann auch von euch? Nee, das hier ist der Grundtech. Da kostet der Quickly so ca. 1.500 € oder so. Der hat halt FIA-Standard und so, das heißt, der muss ein bisschen mehr aushalten als jetzt im SIM. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine SC2 Quickly, wenn du den ins Auto packst, das Ding fliegt der weg bei dem Unfall. Ja. Das darf der natürlich nicht. Die kann man noch mal sehen. Daher für jeder, der sich fragt, wie das bei so einem Lenkrad mit der Steckverbindung in der Mitte immer geht. Und dann ist es auch noch ein bisschen konisch. Ist teilweise, die Formellenkräder haben eine Verzahnung noch. Da hast du dann eine große, sag mal, du hast viele kleine Zähne und dann eine große, dass du es immer nur in eine Position aufstecken kannst. Hier ist es jetzt gemacht. Dadurch, dass er im Prinzip halt halb rund ist und unten gerade. Das ist, aber du, wenn man genau hinguckt, siehst du, es auch konisch. Naja. Das ist zum Aufstecken. Ja, das wird sich beim Aufstecken zentrieren auch, ne? Und ganz oft haben wir das Thema bei dieser Grundtech, wenn du jetzt so Adapter hast bei unserem TC-Auto oder in dem Porsche, sind es auch, dass sich die Pinne nach hinten drücken. Geht mein Knopf nicht. Deswegen zum Beispiel sagen wir bei unseren Autos, wir nehmen die gar nicht ab. Obwohl sie abnehmbar sind beim Fahrerwechsel oder so, würde ich halt den Fahrerwechsel einfacher machen. Nehmen wir aber nicht ab, um einfach die Gefahr zu verhindern, dass das Auto dann nicht mehr angeht oder sowas. Und das gibt es aber nur genau in der Version hier? Nein, das gibt es theoretisch auch ohne McLaren-Branding. Als RS2101 stellen wir mit unserem Partner in England her, Renway. Ich glaube auch so gefahren in einem Caterham irgendwo und verschiedenen Eigenbauprojekten. Gerade im Hillclimb-Bereich relativ beliebt anscheinend. Genau. Ich überlege, ob ich das im Arbeit sehe, das Lenkrad. Ist nicht rund. Wenn jetzt hier ein rundes Lenkrad wäre, würde auch gehen. Ja, du siehst Display dann halt nicht mehr, ne? Genau. Dann musst du halt Display ins Lenkrad reinmachen. Exakt. Auch die Anordnung hier, das zum Beispiel, wenn es mein Auto wäre, ich würde es komplett woanders hinlegen, weil du das hier, musst halt, du sitzt halt so drin, so siehst du halt nichts. Wenn du jetzt, die Pedalerie wäre für dich jetzt gerade schon zu weit weg, ne? Genau, ja, viel zu weit weg. Ich glaube, hier in dem Auto kannst du, ich weiß gar nicht, doch, der hat das System mit Verstellung hier, der Pedalerie, ziehst du das hier zu dir. So. Sitzt es immer fest. So, und Lenksäule, wo... Ja, die sind mittlerweile selbst an Käfig hinten gebunden, ne? Ja, genau. Du würdest dir die Pedalerie jetzt echt so weit nach vorne machen, oder was würdest du sagen, ist vom Beinwinkel her perfekt für dich? Für mich wäre sowas perfekt. So. Ich habe immer gerne noch einen Beugewinkel im Pedal. Ja. Das Thema ist, wenn du, siehst du jetzt bei mir, wenn das ist fast noch zu nah, beziehungsweise müsste ich das Pedal mehr kippen. Kippen, ja. Weil wenn dein Fuß quasi die ganze Zeit so ist, ich die ganze Zeit immer, ja. Kriegst du hier richtig Muskelkrämpfe. Ja. Also du kriegst hier immer Krämpfe. Und deswegen ist es besser, wenn das Pedal ein bisschen leicht gekippt nach vorne ist, ist es jetzt eher so. Und noch leichter Knick in den Beinen. Ganz genau. Ja, vielen Dank. Wenn ihr ein rundes Lenker habt, sagt ihr mal Bescheid. Dann bauen wir das mal ein. Mach ich, gerne. Hier steht unser Cup-Auto. Da, guck mal da. Wunderschönes Auto. Und da steht auch Red Bull Drift Brothers, das Auto. Den haben wir auf der Reifenmesse doch zusammen getroffen. Ah ja, genau, das ist der Kollege, genau, richtig. Ah, da siehst du schon, wie viel Lenkwinkel da ist, gell?
nicht nur Lenkwinkel, sondern auch wie das Rad nach vorne und nach hinten geht beim Lenken. Wahnsinn. Die hatten eine Zeit lang, mal gucken, ob sie das noch haben, einfach zwei Bremssätze hinten dran gemacht. Ist das eine Serie? Nee, ist. Nee. Das haben die gemacht. Aha, okay. Ja, ja. Ich dachte, weil es gibt die Autos mit zwei Bremsen, das ist das eine die Parkbremse und das andere die aktive Bremse. Nee, das ist beides. Also ich weiß nicht, ob die auch beide entkoppelt haben, dass sie quasi einmal fly-off und einmal so bremsen. Ne? Aber weiß ich noch damals, und ich meine, die hatten das auch vorne mal. Vorne haben sie es hier bei dem nicht mehr drauf oder da sind gerade irgendwelche anderen Teile drauf, weil er ist so ein ich glaube nicht, dass das die Bremse ist. Also so werden die nicht driften und fahren, aber weil normalerweise hatten die das vorne sogar auch. Krass. Ja. Aber was ist denn hier hinten los? Also hat er jetzt vorne keinen Motor oder was? Nee, hinten Motor oder doch, was? Doch, nein, der hat vorne den Motor. Nein, das ist nur Auspuff für die Show. Aha. Ja, der hat komplett nur Kühlpaket hinten. Nein, das ist eine Abgasanlage. Hier, wird pass von auf. Unten hochkommen. Genau, die geht durchs Auto, kommt hinten hoch. Ist hier für Show. Das ist krass. Weil geht hier beim Driften ja viel wie Show. Wie stehst du so generell zum Driften? Finde ich geil. Aber ich drifte gerne mit dem Airgolf. Weil das schwierig ist, ja. Wenn du aber die Wahl hast zwischen sauber und schnell fahren und driften? Ja, sauber und schnell fahren. Dann sauber und schnell fahren. Spektakulär ist Driften, aber ist zum Beispiel bei Mischbedingungen, gestern auf der Nordschleife, da war das Driften, kein richtiges Driften, aber Auto am Limit, leicht über dem Limit, bewegt ganz leicht, dass du so über alle Viere so ein bisschen rutscht, schneller wie als wenn du ganz sauber gefahren wärst. Und der ist aktuell nicht im Einsatz von euch, oder wie? Nee, der ist Anfang des Jahres gefahren, genau ein Rennen. Das Auto ist ein Rennen alt, also flammneu noch. Ja. Er sieht auch irgendwie noch frisch aus. Ich kenne ihn nicht mehr. Ja, ist eigentlich zu schade zum Rumstehen. Das ist ein wunderschönes Auto, ehrlich. Kennzeichen drauf und ab auf der Straße. Ja, ne? Könnte man mal probieren. Hier haben wir auch wieder Lenkräder. Lenkräder und nochmals Lenkräder. Ja, Lenkräder echt ohne Ende. Ich weiß auch gar nicht, wer hier so auf der Messe so, also Big Player muss ja eigentlich Fanatec sein, ne? Das sind ja schon so mit die... Fanatec ist sehr groß, ja. Ja, aber ich glaube bei den Pros gar nicht so beliebt, glaube ich. Das wäre aber so die Größenordnung, die ich für den Abarth bräuchte. Mega, genau. Das ist halb rund, unten abgeflacht. Weil ich bräuchte auch leider diese ganzen Knöpfe. Weil ich würde relativ viel von meiner ganzen Strommanagement darüber machen. Mit Licht an, aus, schalten, hoch, runter und so weiter alles. Das würde ich tatsächlich auch alles hier rüber machen. Ehrlich, so viel am Lenkrad. Ich wäre ein Freund, eine Mittelkonsole mit den ganzen Sachen. Im Porsche. Hast du gesehen, wie das im Porsche ist? Ja, finde ich total geil. Ja. Hast du ein paar Punkte, die quasi... Ja, nee, und schon. Nur das Nötigste am Lenkrad. Ja. Weil das ist überladen. Das im Rennen... No Ach, chance. Das ist ja eh nicht drauf, no ja. chance. Nee, da weißt du gar nicht, was du drücken musst. Aber Benni, mal ganz ehrlich, Nico, wenn du da mal so rüber filmst, stell dir mal vor, du kommst her, um den Lenkrad auszusuchen. Ne? Da also, weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Genau, das ist ja nicht so wie du gehst in den Schuhladen, kaufst ein paar Schuhe, sondern es ist ja noch kranker. Also, aber, ist ja wirklich. Aber guckt euch mal die Verarbeitung an. Wie geil, oder? Guckt euch das mal an. Oh hier, wollen wir mal Aero-Autos gucken? Wolltest du mal maximale Aero sehen? Ja. Dann müssen wir hier zu diesen Formula-Student-Autos gehen. Man hat ja früher mal gesagt, Aero fängt an zu wirken ab 120 km/h. Mag richtig sein, bis du zu solchen Flügelmonstern kommst. Ja, das ist bei denen halt so eine richtige Wissenschaft für sich, ne? Alter, diese kleinen Räder, ne? 2,1 Sekunden 0 auf 100. Hallo? Das hat mich fast zerrissen. Hi. Wie redest du denn gerade ein bisschen über das Auto? Ja. Also uns ein paar Sachen dazu sagen? Ja genau, also wir haben dieses Jahr ein komplett neu entwickeltes Aerodynamikpaket gemacht. Das heißt, wir haben alles simuliert, selbst gefertigt, Handlaminat, die ganzen Flüge, die man sieht, wiegen ungefähr 12 Kilo zusammen. Was wiegt das ganze Ding? 226 Kilo gerade. Akku ist das ganze Auto? Drin. Im Moment wiegt er nur so um die 160, 170 Kilo. Aber eventuell die sind dann 226 Kilo. Auto kann nicht nur mit mir fahren als Fahrer, sondern auch fahrerlos. Dafür haben wir da oben eine Sensorik, können die Bremse und das Lenkrad mit der Aktorik ansprechen, sodass das Auto dann selber fahren kann. Das wird auch auf den Events getestet. Und ja, dann wir haben hinten zwei Elektromotoren an jedem Rad hinten ein. Die erzeugen am Rad 270 Newtonmeter Drehmoment. Hier, warte mal, ganz kurz mit der Kamera. Sturz. Über Schims. Ja. Mega, wie im Rennauto. Wenn du das einmal ausgerechnet hast, du sagst 3 mm Schim bringt 0, was auch immer gerade Sturz, dann musst du das Auto nicht mal vermessen. Du machst raus, steckst rein und weißt genau, was dein Auto dann an mehr oder weniger Sturz hat, wie im Rennauto eigentlich. Genau so ist es, genau so machen wir es dann auch. Wir können auch... Spur habt ihr auch, ne, mit Schims? Ja. Auch mega. Können wir alles einstellen.
Aber die hier sind, glaube ich, für Fahrzeughöhe, ne? Oder sind die Shims? Ja, also Fahrzeughöhe kann man damit auch machen. Wir machen im Moment auch sehr weit hoch durch die Vorspannung der Federn. Da stellen wir das Auto hoch, also wir fahren ein bisschen Rake. Der Hals ist erst so hinten ein bisschen höher, damit wir ein bisschen mehr Kontrolle über das Rollzentrum vom Fahrzeug bekommen. Die allerentscheidendste Frage für mich ist, wie läuft das bei euch an der Uni so ab? Weil das ist ja für euch alles ehrenamtlich freiwillig, oder nicht? Das heißt, ihr trefft euch dann wirklich, wenn die eigentlichen Kurse vorbei sind, und dann wird den ganzen Abend an so einem Auto gebastelt, oder wie ist das? Also es ist dann natürlich auch manchmal ich muss ein bisschen, mein Studium muss ich ein bisschen hinten dranhängen, wenn ich hier wirklich sehr viel Zeit rein investieren will. Ehrlich unter uns, wie lange hängst du schon dran? Ein Jahr. Ich bin im ersten Semester bin ich hier reingekommen ins Team und habe direkt angefangen. Also geil. Ich bin jetzt ein Jahr dabei, knapp über. Hab jetzt dieses Jahr die Leitung der Aerodynamik mit meinem Kumpel da hinten übernommen. Ja. Und ja, dann entwickeln wir das Auto halt jedes Jahr weiter. Also es kommt halt immer so drauf an. Manche Leute machen ein bisschen mehr, manche machen ein bisschen weniger. Also es ist halt komplett auf freiwilliger Basis. Als Unterteamleiter hast du dann natürlich immer ein bisschen mehr Verantwortung. Da kannst du halt nicht sagen, boah, ich muss aber unbedingt eine Klausur schreiben. Das kannst du halt nicht unbedingt sagen. Da musst du halt schon bei der Fertigung des Autos helfen. Da hast du halt eine gewisse Verantwortung. Aber eigentlich besteht alles auf rein freiwilliger Basis. Ich finde die Projekte mega. Ich habe es gerade erzählt, ich war in den letzten Jahren immer bei der Formula Student in Hockenheim. Und da sind auch viele Autohersteller, die sich natürlich da repräsentieren, damit du quasi den Ingenieursnachwuchs von morgen bekommst. Und das ist, ist wirklich eine tolle Geschichte, denn die Jungs und Mädels lernen da schon im Team zu arbeiten. Du hast dann Teams, die sich um die Finanzierung der Projekte kümmern, du hast ein Team, die sich um Aero kümmern, ein Team um Fahrwerk und so weiter. Ja. Und es ist eine richtige Projektarbeit. Ich finde es sensationell. Und was kann das Auto jetzt aerodynamisch? Wir sprechen da von einem CLA-Wert, das ist ungefähr, wenn man sich die Fläche anguckt und wenn man sich anguckt, was machen wir pro Fläche an Downforce, ist das ungefähr ein CLA-Level von 6. Das Auto kann bei 110 km/h in der Decke fahren, wenn wir unserer Simulation so vertrauen können. Das muss man natürlich noch alles dann auswerten. Benni, teste das gerne mal für euch. Ja, ich bin ein guter Testfahrer, aber da bin ich raus. Das heißt wiederum, wenn der 226 Kilo wiegt, heißt das, dass ihr bei 110, hast du gerade gesagt, 226 Kilo schafft? Wir haben den Fahrer schon mit eingerechnet. Also sind dann ungefähr 300 Kilo Anpressdruck bei 110 km/h. Oh, das heißt, das ist ein CLA-Wert, der ist viel, viel höher als von diesen ganzen Autos, die man sonst so kennt. Er ist ungefähr im Bereich von einem Formel-1-Team. Liegt halt auch daran, bei uns ist Drag nicht so ganz wichtig, das heißt, wir können da fast schon einen Fallschirm hinten dran bauen, weil wir halt eben nicht so hohe Geschwindigkeiten durch die Strecken, die wir fahren, brauchen wir gar nicht so hohe Geschwindigkeiten simulieren. Und dadurch ist Drag für uns nicht so wichtig, also unser Auto ist voll auf Downforce getrimmt. Wie würdest du den Zuschauern in einem Satz Drag erklären? Jeder kennt es, wenn ich meine Hand aus dem Fenster halte, dann habe ich eine Kraft, die mich nach hinten zieht. Und so funktioniert das im Prinzip auch bei den Flügeln. Da kommen noch ein paar andere Sachen, die da mit reinspielen. Aber im Prinzip ist das so ein bisschen das Fallschirmprinzip. Nur noch mal an einem Flügel ist es ein bisschen anders. Da kommt auch noch so ein bisschen Reibung ins Spiel. Aber ja, so kann man es ungefähr erklären. Was du da an Ideenreichtum siehst, das ist Wahnsinn. Ja. Also ihr habt da auch schon relativ viel mitgenommen für uns, für den Rennsport. Ich sehe es jetzt gerade, ihr basiert noch auf einem Gitterrohrrahmen. Ja. Das neue Auto Monocoque oder wieder Gitterrohrrahmen? Das neue Auto wird wahrscheinlich noch ein Gitterrohrrahmen. Wir sind jetzt gerade in dieser Saison sind wir in der Vorbereitung. Wir wollen dann das sozusagen das 26er Auto. Das soll dann wahrscheinlich einen Monocoque-Rahmen bekommen. Leider ist bei uns sind die Ressourcen, nicht nur von der Manpower, sondern auch vom Geld, sind ein bisschen limitiert. Und von den Fräspartnern, weil für einen Monocoque brauche ich eine riesige Form. Ja, das ist bei uns im Moment noch so ein bisschen in der Ideenfindungsphase und dass wir das Ganze auch dann entwickeln können. Da sind wir gerade dabei. Und dadurch, dass wir jetzt mit der Aerodynamik sehr viel Erfahrung mit Carbonfertigung sammeln, können wir dann auch hoffentlich in den nächsten Jahren auf den Monocoque umsteigen. Weil das ist halt das Ziel. Leichter, steifer, bessere Anbauteile für die Aerodynamik, allgemein einfach besser. Mega, ja. Ich hatte in Hockenheim Autos gesehen, die haben unten drunter Lüfter, um das Auto anzusaugen. Ja. Gibt es Autos tatsächlich, ja? Ja, unser Auto fährt auch ein Lüfterkonzept. Ah, das kann ich gleich mal anschalten. Ja. Wir benutzen es nicht ganz so wie die anderen Teams. Wir haben unsere Lüfter haben wir hinter dem Seitenflügel, der sozusagen die Luft unter dem Seitenflügel hier wegsaugen, ja? Okay, verstehe. Also ich würde mal vielleicht ein bisschen Abstand nehmen, das kann sehr laut werden. Oh, hier, komm her. Was der ansaugt. Ja, also wenn ich immer einen guten Kühlerlüfter brauche, dann kann ich mich auch bei euch melden, ne? Ja, das ist ein bisschen überdimensioniert, aber kann man auch so machen. Das war jetzt aber schon Volldampf oder kann auch mehr? Der kann theoretisch mehr.
Aber fürs nächste Jahr wurde ein neues Reglement für die Lüfter eingestellt, dass man eine maximale Leistung hat. Und wir versuchen im Moment mit dieser Leistung rumzuspielen, dass wir darauf das optimale Setup finden. Ich hätte gerade gedacht, dass es aber dann doch noch in Anführungsstrichen so wenig ist, dass ich hätte nicht gedacht, dass sich das schon bemerkbar macht. So, ne? Weil es kommt dann ja noch der Fahrtwind dazu, der ja dagegen drückt in Anführungsstrichen. Also das merkt der Fahrer sofort, ob das an oder aus ist? Kann ich, glaube ich, gut aus erster Hand sagen, weil ich bin Fahrer in unserem Team. Wir haben sehr viel damit rumgetestet in letzter Zeit und man merkt das echt. Die Lüfter verstärken die Downforce am Heckflügel und am Seitenflügel, also machen das Auto auf der Hinterachse stabiler. Und man merkt wirklich, wenn man die Lüfter runterdreht, also weniger Effekte haben lässt, dann wird das Auto übersteuern. Ne? Ja, genau. Und das fällt einem direkt auf. Weil wir haben unten haben wir so einen Bypass. Wir können Luft am Radiator vorbeiziehen und da kommen dann die großen Geschwindigkeiten her. Und wir versuchen den Dreck von der ganzen Suspension, die Energie aus der Luft herausnimmt, das wollen wir verhindern, dass das passiert. Also wir wollen. Habt ihr das in Kilo mal gemessen, wie viel das an-aus ist, wie viel Unterschied das macht? Das konnten wir noch nicht machen, wir konnten noch nicht in den Windkanal gehen und unsere Downforce validieren. Wir können da bisher nur auf Rundenzeit-Simulation, Rundenzeit-Tests setzen und dann in unserer Aero-Simulation auswerten. Mega. Ich finde das krass. Ja, der Boeing ist halt, man darf immer nicht vergessen, das ist halt komplett Eigenbau. Ja. Natürlich so über Jahre auch gewachsen. Und das sind ja wirklich alles kleine Nuancen, wo man sich so bewegt, um noch besser zu werden. Ne? Absolut. Das ist wirklich, gibt es dann jemand Carbonfelgen und was sich alles da. Also wirklich, die Technik, die Formel 1 Standard. Ja. Wahnsinn. Warte. Wahnsinn. Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße ans ganze Team und mach weiter. Vielen Dank. Danke sehr. Ciao. Aber ich finde es Wahnsinn, was hier abgeht. Echt ohne Scheiß. Also ich bin jetzt erstmal auf so einer, ich sage jetzt mal, Spielemesse. Ist keine Spielemesse. Simulation ist, hat nichts mit Spielen zu tun. Das ist schon verdammt krass. Ich habe eine Sache entdeckt, die muss ich euch zeigen. Auf dem Stand von Case King. Case King ist übrigens der, ich sage jetzt mal, Shop, der uns auch unser Setup zusammengestellt hat. Und Benny geht auch schon gerade freiwillig hin. Nee, ich wollte gerade ganz woanders hin, Benny. Ah, Shifter. Ah. Oh. Schöne Schaltkulisse. Ich muss das mal weglegen. Weil das ist ja nochmal ganz was anderes. Ja, da musst du auch präzise sein. Und guck mal, die haben das wie im Rennauto damals auch. Die Autos waren auch damals angespitzt, dass du schneller reinfliegen kannst. Ja, schneller reingehen. Ne? Ich persönlich finde Hagelschalte geil, weil du kannst ohne hinzugucken merken, in welchem Gang du bist. So, was du ja beim Shifter so auch nicht hast. Ne? Genau. Legst Hand drauf, weißt ganz genau, du bist gerade erste, dritte, vierte und so weiter. Ne? Ich liebe das auch. Ja, fühlt sich geil. Also so ein Ding brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Guck mal, ich finde nach wie vor, dass die Preise im Simracing, nee, okay, der hier ist es, so ein Haarschifter für 159 Euro finde ich echt noch nicht teuer. Das ist halt hier, was ist das sequenziell? Ich muss ganz ehrlich sagen, in Alu und so weiter. Ah, das ist schon mega. Muss ich auch schon sagen, aber... Nice. Fürs Feeling. Weil es gibt nichts Geileres, als dann so einen alten E30 oder sowas zu nehmen, der auch original H war und das Ding dann so... Da so zu fahren. H durchzuschalten, ne? Das hat schon was, das hat schon was. Hier wurde mir übrigens gerade gesagt, gibt es eine neue Version von Assetto Corsa. Assetto Corsa. Ja, ich kenne diese Spiele bis heute nicht, weil wir zocken immer nur Race Room. Wir haben bis heute das Spiel nicht gewechselt. Alle töten uns immer dafür, dass wir nur Race Room spielen, ne? Aber irgendwie sind wir nie drüber hinweggekommen. Assetto Corsa, eine neue Version. Das war ja das Krasse auf der Gamescom, dass die Leute da wirklich 4 bis 6 Stunden anstehen, damit sie mal kurz irgendein nicht veröffentlichtes Spiel zocken können. Ne? Das ist schon crazy. So, und hier gibt es auch so eine Beta-Version davon. Ja, aber ich würde sagen, schön, dass so ein großes Interesse ist am Racing. Ja. Finde ich mega. Also das, weil es ist ja so definitiv, dass es einfach für jedermann zugänglich ist. Ne? Es ist schon so, weißt du kannst dir bei Kleinanzeigen, also wenn ich die Preise von den neuen Sachen sehe, da wirst du dir ja bei Kleinanzeigen wirklich für einen schlanken Taler gebrauchten Setup zusammenstellen können und schon kannst du loslegen. Ne? Ja, ist Wahnsinn. Also muss ich echt sagen, vor allem der Vorteil am Simracing ist, du kannst schneller ans Limit gehen. Wenn was passiert, drückst du den Knopf und fängst neu an. Im Training. Ja. Wenn du natürlich jetzt online fährst und gegen andere, dann willst du natürlich nicht abfliegen, ist ja ganz klar. Aber wenn du trainierst, du kannst für dich selbst testen, trainieren, ohne dass weh tut. Ja. Und ohne dass was kaputt ist. So. Ihr fahrt auf allen Rennautos Parkit Racing Belege? Alles. Ist auch eigentlich so mit der bekannteste Hersteller, oder? Größte, also ja, es gibt noch ein paar andere Hersteller, die natürlich auch sehr gute Produkte machen, aber für uns, für unsere Zwecke, wir sind mit Parkit Racing seit Tag 1 verbunden, als Max Kruse Racing. Ich persönlich halte sehr viel von der Marke, weil die natürlich auch immer Know-how und Technik weiterentwickeln, bleiben nie stehen. Ja. Wir haben gemeinsam schon relativ viel
entwickelt, auch für den Rennsport und jetzt auch für die Straße und sind sehr zufrieden im Langstreckenbereich. Da kommt es ja vor allen Dingen auch darauf an, mit der Bremse, das wissen ja viele gar nicht, kannst du das Setup von deinem ganzen Auto beeinflussen? Hast du einen sehr, sehr aggressiven Bremsbelag natürlich, macht dein Auto deutlich mehr Pitch, mehr Roll und das ist sehr, sehr anspruchsvoll, da ein vernünftiges Setup zu finden. Und mit den Ingenieuren sind wir da permanent im Austausch und versuchen gemeinsam auch das Setup vom Auto weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn die so einen Street-Plus-Belag rausbringen, dann bist du schon dran beteiligt? Ja, ja, wir haben sehr viel entwickelt und getestet. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich bin am Ende ja auch Markenbotschafter für Puckett Racing und ich will natürlich auch von dem Produkt, wofür ich stehe, überzeugt sein. Ja. Deswegen interessiert es mich natürlich allein aus persönlichen Gründen auch schon, wie was entwickelt wird und vor allen Dingen, wie das Ding dann auch performt. Können wir so einen Belag mal, hast du so einen mal ausgepackt, dass ich ihn annehmen kann? Das wäre ein Traum. Ja, erzähl mal ein bisschen was. Ja, wir präsentieren ja heute unsere Street Plus Beläge. Das ist unser straßenzugelassener High-Performance-Bremsbelag. Das heißt, wir kommen eigentlich aus Motorsport. Ja, richtige Motorsportbeläge ohne Straßenzulassung. Da unsere Kunden relativ oft das Problem haben, dass sie mit ihrem Track-Tool oder mit ihrem sportlichen Fahrzeug auch zur Strecke anreisen möchten, haben wir Street Plus rausgebracht. Dabei handelt es sich um ECE-straßenzugelassenen Belag. Das heißt, Plug-and-Play einbauen, keine Eintragung oder sonstiges notwendig. Wir haben High-Performance-Reibmaterial, was extrem stabilen Reibwert hat, deutlich performanter ist als Serienmaterial oder Standard-Aftermarket-Material. Das heißt, man hat eine höhere Verzögerung mit weniger Bremsdruck im Initial Bite. Genau. Das heißt, wenn du jetzt an die Ampel ranfährst, ich sage jetzt mal mit einem Serienbelag und dann mit dem Street Plus, da würdest du 10 Meter, wenn du mit dem gleichen Bremsdruck bremsen würdest, würdest du 10, 15 Meter früher das Auto auf Null bremsen. Weniger Bremsdruck brauchst du mit dem. Ich finde, man sieht auch optisch schon direkt den Belag. Also dieses leicht, was ist das so, goldig glänzende da drin, das kennt man sonst immer von den Rennbelägen, finde ich. Ja, wichtig ist halt auch, dass der Reibwert, er ist nicht nur generell höher, sondern er ist auch bei hohen Temperaturen konstant. Das heißt, von Serienbelag, wenn man halt mal ein paar Serpentinen runtergefahren ist, schon richtig in die Knie geht, bleibt der Reibwert mit dem Street Plus Belag immer noch konstant. Was hat der für einen Wert? 0,45. Weil 0,45 über alle Prüfungen. Weil das ist ja schon nah dran an einem Rennbelag, ne? Ja. Es ist kein reiner Rennbelag, das muss man ganz klar sagen. Wenn du jetzt nur Trackday machst und nur fährst, also packst dein Auto auf den Anhänger, fährst Bielster Berg 100 Runden, da ist der nicht für gemacht. Der kann aber mal eine schnelle Runde auf der Nordschleife oder schnelle Runde oder auch ein paar schnelle Runden am Bielster Berg und dann kannst du noch nach Hause fahren. Ja, dafür ist der eigentlich gemacht. Ich glaube, was viele gar nicht wissen, ist, dass ein Bremsbelag tatsächlich ein E-Prüfzeichen haben muss. Also muss halt zugelassen sein. Und man bestellt sich ja gerne mal immer schnell Bremsbeläge. Dann kriegt man raus, die sind ohne Zulassung. Dann holt man sich eine Dose Klackerlack, macht sie schwarz. Dann gehen die ins Auto rein. Und was war die Herausforderung, sowas mit TÜV hinzukriegen? Also wie sind da so die Regeln für? Grundsätzlich nichts Unmögliches. Auch viele Rennmaterialien wären grundsätzlich in der Lage, eine Straßenzulassung zu kriegen. Man hat halt gewisse Toleranzen gegenüber dem Originalreibwert von einem Fahrzeug. Also man darf jetzt nicht den Reibwert verdoppeln oder halt ja, da irgendwelche ganz wilden Geschichten machen. Abschirrwerte sind wichtig. Da sind wir weit, weit über den geforderten Normen. Dabei wird quasi getestet, bei wie viel Kraft der Reibkuchen sich von der Rückenplatte abscheren lässt. Hier haben wir ein Rückhaltesystem verbaut. Das ist ähnlich wie bei unseren Motorsportbelägen. Hier ist das Ganze mit einer gekrümmten Rückenplatte gemacht. Dabei wird die Rückenplatte komplett aufgeraut, damit das Reibmaterial wirklich mechanisch mit der Rückenplatte verbunden ist und nicht nur mit dem Kleber. Das heißt, bei einem Normalbelag ist das nur geklebt? Genau. Und da, wenn da halt Korrosion ins Spiel kommt und dann auch mal hohe Temperaturen dabei kommen, kann es halt sein, dass das Material komplett fliegen geht. Weil ich habe am Anfang des Videos gesagt, ich finde es bis heute unglaublich, wie so ein Belag überhaupt funktioniert. Ja. Weil man guckt sich diese harte Stahlscheibe an und überlegt sich immer, wie kann das überhaupt funktionieren, dass sowas überhaupt bremst. Ne? Und deswegen hat es mich wirklich schon immer fasziniert, erstens, wie so ein Belag hergestellt wird. Die werden alle in Deutschland hergestellt bei euch? Die Street Plus Beläge werden in England produziert. Aber ihr habt auch eine Fertigung hier im Ruhrpott? Genau, unsere Motorsportbeläge kommen alle aus Essen. Ja, das reizt mich bis heute, Benni. Wir müssen uns das zusammen auf jeden Fall einmal angucken. Sehr gern, also es ist sehr, sehr interessant. Weil jeder, der schon mal so eine glühende Bremsscheibe gesehen hat und dann diesen Belag sieht, da stellt man sich ja halt wirklich die Frage, wie das da so drauf halten kann. Ne? Ja, dass das krass. Nicht einfach abfällt. Auch der Druck, der da drauf ist, ne? Da wird ja Flächenpressung des Todes drauf sein, ja. Wenn man da reintritt. Das ist schon krass. Dass das nicht auseinanderbricht. Also, was ein interessanter Fakt ist, also beim Rennbelag hat man ja zum Beispiel keinen Geräuschdämmchen drauf. Haben wir jetzt bei Street Plus auf fast allen Belägen drauf. Also wir halten uns da an die UE-Spezifikation. Das dämmt die Geräusche. Ganz kurz, da reden wir hier von dieser silbernen Platte. Genau. Ist aus Material ist Aluminium.
Ja, so, Kompositmaterial. Genau, okay. Und das nicht quietscht, das nicht anfängt zu singen. Der Belag wird dadurch ein bisschen entkoppelt, schwingt dadurch anders oder halt nicht in dem Bereich, wo es quietscht. Ist halt beim Serienbelag Standard, damit er wirklich nicht quietscht. Im Rennsport verwenden wir die nicht, weil sie Einfluss haben auf die Kompressibilität. Das heißt, mit Shim wird das Pedal minimal weicher. So, weil es ja erst zusammenpressen muss. Wird das bei Rennsportbelägen halt nicht gemacht. Und Benni, du sagst, die Performance von dem Belag ist ähnlich wie ein Rennbelag? Ja, ist von der reinen Verzögerungsleistung her ja. Natürlich muss man, wie gesagt, wenn du jetzt mit dem Auto 100 Runden Bielzer Berg fährst und den Belag, ist das die falsche Anwendung, weil das macht er dann nicht. Nutzt sich halt extrem schnell ab. Ah, aber er nutzt sich nur schnell ab, aber gibt nicht nach. Er gibt nicht nach, nein. Pedal bleibt trotzdem stehen, das ist nicht, dass du ein Fading hast. Oder das ist, ich bin mit so einem Golf 7 GTI, haben wir einen Test gemacht, Performance, Serienbelag und an dem, und das ist eine Welt. Das ist eine Welt. Das heißt, wenn, dann ist es tatsächlich nur der Verschleiß und nicht die Performance, die nachgibt. Nicht die Performance, genau. Der kann ein deutlich höheres Temperaturfenster ab als der Serienbelag. Ja. Der Serienbelag fängt dann irgendwann an zu schmieren, dann verzögert das Auto nicht mehr. Und das macht der deutlich später. Ist es egal, was für eine Scheibe ich dazu fahre, oder muss das auch eine bestimmte Bremsscheibe dann sein? Ist relativ egal, materialtechnisch. Was halt problematisch ist, umso mehr Mutenlöcher oder Ähnliches in der Scheibe drin sind, umso höher wird der Verschleiß. Also das hat halt dann so einen Käsehobel-Effekt. Also das wirkt sich dann auch auf den Belagverschleiß aus. Grundsätzlich sind wir mit dem Street Plus Belag mit allen Scheibenvarianten kompatibel. Letzte Frage, Thema Preis. Also die werden natürlich teurer sein als ein normaler Belag, aber kosten die auch so viel wie die Rennbeläge oder sind die günstiger? Nee, deutlich günstiger. Also die Vorderachsen sind so im Bereich 150 bis 250 Euro. Ich glaube, jeder Golf 8 Belag müsste um die 250 Euro liegen circa. Mega, ne? Mega deutlich Preis. Günstiger als ein Originalbelag. Also wir springen eigentlich genau in die Lücke zwischen Original und Rennsport. Weil ganz ehrlich, also klar, jemand, der jetzt auf dem Track fährt, um da 100 Runden zu fahren, für den ist, wie du schon sagst, das Falsche. Genau. Aber die meisten mit dem Serienauto fahren ja eh maximal 10, 20 Runden und gehen dann Kaffee trinken. Halt. Genau, und dafür ist das Zeug richtig gut. Geil, vielen, vielen Dank. Es wäre mega cool, wenn du uns das Ganze mal bei euch in der Fertigung zeigen könntest. Ja. Weil gerade so ein Thema, auch Tests, auch so Reibwerte bestimmen, die Materialzusammensetzung, sowas finde ich gerade für meinen Kanal ultra, ultra interessant. Habe ich selber nie gesehen und ich stelle mir bis heute die Frage, wie es gemacht wird. Kann man ja in den Kommentaren mal schreiben, ob das gewünscht ist. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich hätte auch Bock drauf. Ich war ja schon mal da mit einem Labor und so, wahnsinnig interessant. Ja. Und was kleinste Veränderungen am Material, kann den Belag sehr gut machen oder zerstören. Jeder kennt ja diese Videos aus dem Internet, wo man so einen Sattel und eine Scheibe hat, die man so zum Glühen bringt. Habt ihr so eine Maschine dafür auch da? So eine Maschine haben wir auch da, genau. Mega, ist mega. So, bei Parkit Racing steht auch ein Simulator mit Motion, also der bewegt sich sogar. Normalerweise seid ihr hier 992 Cup Grand Prix Sprintstrecke gefahren, die Leute sollten dich schlagen. Genau, das war die Beat the Pro. Ja. Da ich das niemals hinbekommen werde, habe ich mir jetzt überlegt, wir machen mal ganz was anderes. Völlig geil. Wir haben ein Abarth in dem Spiel. Wir fahren den Bilzer Berg und wir fahren haargeschaltet mit Kupplung. Das habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht, zumindest nicht auf so einem Simulator. Geil. Ja, so. Okay, geil. Und jetzt bin ich erstens gespannt, wie nah kommt das Ding an mein Auto ran, weil ich glaube, die hatten auch so 220, 240 PS, Slicks und so weiter. Geil. Ja, deswegen, okay. Also der muss auf jeden Fall unter 2 Minuten fahren, ne? Unter 2 Minuten? Ja, das schon. Soll ich anfangen? Ja, mach du mal Test. Okay, let's go. Bei dem Display kommen gleich Erinnerungen hoch hier auf jeden Fall. Also gefühlt ist die Topografie gegenüber Raceroom krasser bei dem Spiel. Wie das hier hochgeht, das ist bei Raceroom im Bilzerwerk nicht so. Oh! Ja. Ha! Ist das geil! Ewig nicht mehr gemacht. Vor allem hier sogar mit der Originalanzeige und so. Jawohl, kurz mal hier überdreht. Boah! Ja, ich finde die Führung ein bisschen crazy. Ja, der hat keine. Ja, ist irgendwie so ein bisschen tot. Hier sieht man aber direkt wieder das Frontantriebproblem. Reifen vorne werden heiß, hinten eiskalt. Aber ist tatsächlich wie im echten Leben, dass der vorne rechts der Reifen am wärmsten wird. Was fährt man hier für eine Zeit mit dem Ding? Also ich bin 1,508 oder so gefahren mit meinem. Der hat allerdings mehr Leistung. Ich weiß jetzt nicht, was der Leistung hat. Ich meine 220 PS. Aber unter 2 Minuten musst du eigentlich fahren auf Slicks. Alter, ist das Ding giftig. Ja, du wolltest ja mal immer mal fahren, ne? Sehr gerne. Habe ich gehört. Sehr gerne. Weil die ersten Male, wo ich gefahren bin, kam mir das genau so vor.
der zum Beispiel hat sie gerade 190 drauf, ich fahre mit meinem 220. Ja, okay, dann geht deiner deutlich besser. Ja. Ich würde sagen, das hier sind so 220 PS. Was hast du bei dir drin? Maximum mal 427. Wow! Bin aber nie mehr als 330 vielleicht auf der Strecke bisher gefahren. Deswegen okay. Ist da noch Luft. So, viel Drehmoment, jetzt noch eine Runde. Ah, aber es geht unter 2. Ja. 1,59,8. Ja, krass, wie schnell du dich ans Auto gewöhnt hast. Kurz den Drift einleiten. Aber witzig ist, gegenüber den ganzen Simulatorfahren, was wir heute schon gesehen haben, wie unruhig das Ganze gleich wird, wenn du beim Runterschalten die Kupplung treten musst. Wahnsinn, ne? Und dazu noch schalten musst. Ne? Das ist einfach. Ich bin gespannt, was du gleich sagst, Nico. Das sah auch sehr gut aus. Was haben wir? 1,57,9. Krass. Gehen noch mal anderthalb Sekunden, gehen noch mal. Ja, aber man darf nicht vergessen, du bist jetzt gerade mal, das waren zwei gewertete Runden, ne? Ja. So, für das erste Mal A-geschaltet, erste Mal Arbeit. Ja. Nicht die erste Runde Bilzer Berg, aber das war schon... Danke, mein Lieber. War schon gut. Schnell ans Auto gewöhnt, ey. Das Ding ist richtig tricky an den Tag. Fahr ich die Reifen oder fahr ich kalte Reifen? Gern, ich fahr die ruhig, fahr die ruhig. Es wird jetzt immer besser wahrscheinlich. Hier. 2,4, 59, 57. Nächste wäre gewesen irgendwie eine 56 Mitte. Aber alleine das Feeling, wie geil das ist. Das ist schon geil, oder? So, jetzt hier einfach in den ersten einzulegen. Kupplungsgefühl, okay, nicht ganz da. Ah ja, der Schild, okay, der ist natürlich komplett weich. Der ist so lose, ja. Weißt du? Okay, also auf der Bremse ist er so richtig zickig, ne? Ja, ja, richtig zickig. Sieht sehr gut aus. Man sieht auf jeden Fall, dass er mit dem Auto deutlich öfter die Strecke auch gefahren ist, als wie mit dem 992 Cup Nürburgring. Also es sieht hier alles viel flüssiger aus, runder, harmonischer. Man merkt, er hat da viel Praxis mit. Aber es ist tatsächlich wirklich wie, also da muss ich wirklich sagen, das ist wie Arbeit Real Life. Und es ist auch so anstrengend zu fahren. Also man muss das wirklich, man muss auch früh auf der Bremse, auf dem Gas sein, sonst hast du keine Chance, den sauber zu fahren. Genau, das ist dieser Driving-Style, den du hast mit dem Auto. Sehr rund, sehr sauber, früh ans Gas. Oh. Oh. Ja, das wäre der Motor gewesen. So, aber es sieht wirklich gut aus. Volle Konzentration. Gleich sage ich was mir auffällt, was total witzig ist, wo er noch definitiv Zeit findet. Aber jetzt erstmal konzentrieren. Also ich fahre schon noch auf safe, so richtig safe. Also absolut, absolut. Nein, nein. Nur ist, was witzig ist, was du im Unterbewusstsein machst, was du niemals machen würdest, wenn du drüber nachdenkst. Runterschalten ohne einkuppeln? Ja. Mache ich aber mit dem Auto immer, weil ich kann es nicht anders. Nur das bringt gar nichts. Da kannst du auch direkt den Gang einlegen, den du willst, ja, und im richtigen Moment Kupplung loslassen. Aber das ist so in dem Auto noch drin. Und das würde dir richtig Zeit bringen, wenn du mit dem Motorbremse runterschalten würdest. Aber Fokus, weiter Fokus. Deswegen sage ich ja, sequenzielles Getriebe. Ja. Muss her. Ah. Weiter. Sehr gut, Philipp. Ja. Also schon unter 2.
habe ich mehr schwer gehabt hier. Tatsächlich genauso schwer. Die war sehr gut. Konzentrier dich. Sehr gut, weiter. War sehr gut, war gültig, zählt noch. Weiter. Sehr gute Runde, Philipp. Weiter. Ah, ein bisschen Schwung verloren. Nein, was ist das? 1,587, ist doch mega. Ey, ist mega. Mega. Eine Sekunde, etwas mehr als. Was war das jetzt, wenn ich gefahren? 7,57, eine Sekunde, ja. Ja, ist doch mega. Eine Sekunde? Geil, aber man sieht sofort, dass du das öfter machst. Ja, siehst du sofort. Das ist auch so, ich sag jetzt mal so 1, 2, 3 Runden noch, dann ist das hier mit dem flutschigen Ding ein bisschen besser drin und so. Ne? Aber schon. Aber ich finde tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, also hier kann ich schon sagen, dass es echt nah ans Echte rankommt. Das ist das, was ich mit dem Cup Porsche, es kommt sehr nah ran. Ja, ja, und der Koffer fährt aber live von mir tatsächlich so scheiße, wenn man die falsche Linie fährt. Ja, genau. So, deswegen, ich dachte am Anfang immer, warum fährt das Ding so kacke, bis du halt irgendwann gelernt hast, wie du es fahren musst. Und dann wird es ja von Runde zu Runde besser. So, ne? Fronttriebler mit dem, also dieses Auto mit den Maßen und dem Gewicht, ganz spezieller Fahrstil. Ja. Ganz anderer Fahrstil. Deswegen, ich würde gerne fahren. Ich würde dein Auto gerne mal fahren. Darfst du, willst du machen. Am Bielzer Berg. Ich baue ein neues Getriebe gerade ein und dann geht das rund. Dann machen wir mal, Bielzer Berg. Ich würde sagen, war ein geiler Tag von der ADAC Sim Racing Expo. Vielen Dank für die Einladung an Pagel Racing. Wir wollen uns auf jeden Fall das Werk angucken und euch ein bisschen Bremsbelagherstellung zeigen. Wir gehen jetzt noch einen rüber und fahren noch mal ein kleines Team Race. Als erstes haut Nico jetzt noch mal hier Haarschaltung aus, FED. Er hasst nämlich FED fahren. Aber wir gucken mal, was er kann. Sehr gut. Danke, Benni, hat Spaß gemacht. Lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.